Die Raubzüge der Illager haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Held! Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Minecraft Dungeons. Und zwar sind wir jetzt auf der Kürbisweide heute. Und unsere Mission ist, das Dorf zu finden. Da bin ich jetzt schon mal auf dem Weg. Die ersten Gegner habe ich auch schon erledigt. Also es funktioniert aktuell schon mal sehr, sehr gut. Hier die nächsten Zombies, aber gar kein Problem. Falls du neu bist, wir haben links oben der gelbe Pfeil, der zeigt uns, wo wir hin müssen. Also im Prinzip relativ easy. Wir laufen einfach dem Pfeil hinterher, töten die Zombies, die Gegner, wo uns aufhalten möchten. Also gar nicht so schwer. Wir haben das Schwert, wir haben Bogen mit Pfeilen. Der Bogen ist einfach auf Distanz gut, das Schwert im Nahkampf. Ich nehme meistens das Schwert. Einfach je nachdem, wie es sich gerade anbietet. So. Hast du hier auch wieder so eine große Fläche, wo du nicht weißt, wo musst du genau hin. Du hast jetzt auf der rechten Seite den gelben Pfeil. Das heißt, du musst nachher irgendwo mal rechts rüber. Hier alle Gegner getötet. Das nehmen wir alles mit. Weil ich nehme prinzipiell alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Weil es gibt sehr gute Ausrüstung, wo du einfach selber stärker wirst. Klar ist jetzt nicht gleich jede Ausrüstung immer besser. Je nachdem, das kannst du dann gucken und dann wegschmeißen oder so. Ich weiß gar nicht, ob man die sogar verkaufen könnte. Aber du willst ja natürlich auch stärker werden. Deswegen immer alles mitnehmen. Jetzt geht da das Tor hoch. Kommen wahrscheinlich die ersten Gegner. Kommt doch her. Wir müssen die jetzt, alle wo jetzt kommen, erst töten und dann geht das Tor wieder runter und wir können nicht weiter. Kommen jetzt aber schon einige. Aber gar kein Problem. Schon geschafft. Wir gehen hier durch. So, lass die Zugbrücke herunter. Das heißt, links müssen wir die Zugbrücke runterlassen und rechts. Erstmal hier die ganzen Gegner töten, dass die mir keinen Schaden mehr machen können. Und ziehen wir hier an dem Hebel. Zombie töten. Hier sind noch mehr Gegner. So, perfekt. Und hier nochmal ziehen, dass die Brücke nach unten geht. Dass wir nämlich da drüber auch gehen können. Perfekt, Vorratskiste. Immer mitnehmen. Pfeile, Brot, das ist immer sehr, sehr gut. So, und dann geht's weiter. Jetzt hier, Bogen auf Distanz ist gut. Du hättest jetzt auch können mit dem Schwert kämpfen. Gar kein Problem. War halt ein bisschen auf Distanz, ohne dass du einen Schaden bekommst. Eigentlich relativ gut. Wenn die Spinne dich erwischt mit so einem Netz, dann ist so ein Bogen eh immer sinnvoll, weil du dich ja nicht bewegen kannst. Also von dem her hat alles seine Vor- und Nachteile. Was kommen da jetzt für Gegner? Bei dem wird sich das jetzt zum Beispiel auch lohnen, der Bogen, weil du kommst ja gar nicht so wirklich an ihn ran.
Weil da ja immer dann, oder er holt ja dann immer hier seine Gehilfe, wo mich töten sollen. Die ist aber nicht hinbekommen. Deswegen einfach mit dem Bogen schieße, ihm Schade zufüge. Und dann ist er schon tot. TNT. TNT nutze ich aktuell eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich kämpfe lieber. Kannst du aber auch sonst nutzen, wenn du es einsammelst. Einfach wegwerfen, da wo Gegner sind. Und halt gucken, dass die in dem Kreis bleiben. Und dann ist das eigentlich gar kein Problem. Jawohl, das läuft echt schon mal sehr, sehr gut. Ich krieg die ganzen Gegner getötet. Spinne auf Distanz ist immer sehr, sehr gut, bevor sie das Netz schießt und dich, sag jetzt mal, einspinnt oder halt, ja. Hier bei deiner Grünen muss ich immer aufpassen, wenn die so blinken, dann wollen die explodieren. Könntet ihr gerne machen, aber nicht, wenn sie bei dir sind, weil sonst kriegst du Schaden und bist vielleicht tot. Deswegen da dann immer ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, du siehst es ja, es geht eigentlich relativ sehr, sehr gut. Ohne Probleme, ohne nix. Brot nehmen, die Pfeile auf jeden Fall mitnehmen. Aber wenn du die Pfeile jetzt zum Beispiel nicht einsammelst, dann weißt du auch nicht, wenn jetzt dann noch irgendwie ein größerer Kampf kommt. Mal bevor du zum Ausgang kommst zum Beispiel, dann brauchst du die Pfeile. Wenn du dann halt nicht mehr so viele Pfeile hast, ist es relativ blöd. Deswegen alles, was dir auf dem Weg so über die Quere kommt, einfach mitnehmen. Und dann bist du immer auf der sicheren Seite. Perfekt, also es läuft ja echt sehr, sehr gut. Und bei den Grünen, wo ich gesagt habe, die explodieren, da ist es halt eigentlich auch immer am besten, mit dem Pfeil und Bogen das zu machen. Einfach, weil du die Distanz hast und wenn dann noch explodiert, ist es nicht in deiner Nähe. Also das ist dann relativ gut. So, die nächste Version ist jetzt, läutet die Alarmglocke. Das ist hier. Dann läuten wir mal. Aha, jetzt kommen wieder das Gegner. Aber bis jetzt noch relativ easy. So, den Apfel nehme ich. Da kommen die nächsten. Bin mal echt gespannt, wie viel jetzt hier kommt. Weil wenn ich es richtig weiß, ist jetzt rechts oben, das müsste der Ausgang sein. So wie ich das sehe, dadurch, dass das... Na, das war falsch geschmissen. Aber wenigstens zwei Stück erledigt. Deswegen wird das jetzt hier... Ja, jetzt wird es nämlich auch mehr. Deswegen wird das hier wahrscheinlich der letzte Kampf sein. Und wahrscheinlich schwerer werden. Oh, oh, oh. Ja, gut, jetzt bin ich sogar gestorben. Die haben jetzt alle auf mich eingeschlagen. Ich hatte keine Chance. Aber kein Problem. Wir gehen da jetzt nochmal hin. Und zeigen denen, wo das lang geht. Oh, die sind sogar schon da, die Gegner, okay. Dann töten wir dich jetzt mal. So, der Magier ist auch tot, der ist schon mal sehr, sehr gut. Der Heiler auch. So, wo seid ihr? Diesmal bin ich gerüstet. Waren das jetzt alle? Das kann ja fast nicht sein, oder? Ah, da steht noch einer. Zack. Perfekt. Und die Tür ist offen. Wir hatten jetzt nicht den kompletten Kampf, weil wir ja vorher schon gekämpft haben. Das hat er jetzt dann übernommen. Ist aber auch relativ gut.
Und jetzt können wir hier raus. Du hast es geschafft. Und die Dorfbewohner der Kürbisweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen.